Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, diese Woche habe ich etwas ganz, ganz Besonderes und Neues im Rathaus gehabt, nämlich einen Empfang für die neuen Polizistinnen und Polizisten, die hier am Standort Ingolstadt ihren Dienst aufnehmen. Vor wenigen Wochen hatte ich ein Treffen mit Polizeipräsident Günter Gethl und wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass in anderen Städten ein solcher Empfang existiert. Und ich habe mit ihm vereinbart, dass wir so etwas auch in Ingolstadt einrichten werden. Sie wissen, dass die Polizei in Ingolstadt, die für die Sicherheit in unserer Stadt und der gesamten Region Verantwortung trägt. Und ich denke, es ist schon auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn wir dies auch immer wieder darstellen, dass sich hier junge Leute auch für diesen Polizeidienst begeistern lassen und dann in den Polizeidienst eintreten. Ich denke, dass das Thema Sicherheit ein ganz wesentlicher Baustein für die Lebensqualität, gerade auch in einer Großstadt ist. Denn das Thema Sicherheit ist etwas, was den Bürger, was uns einzelne Menschen auch ganz unmittelbar betrifft. Und wir sind deswegen bei der Stadt Ingolstadt stolz, dass wir heute auch diesen Sicherheitsempfang das erste Mal veranstalten konnten. Dieser Empfang darf nicht verwechselt werden mit dem Blaulichtempfang, den wir ebenfalls in diesem Jahr das erste Mal veranstalten wollen. Dieser Blaulichtempfang ist in anderen Städten üblich und richtet sich ebenfalls an viele Einsatzkräfte, beispielsweise die Rettungsdienste, beispielsweise THW, beispielsweise die Feuerwehren, aber natürlich auch die Polizei. Auch diesen Empfang werden wir in diesem Jahr das erste Mal veranstalten in der zweiten Jahreshälfte und ich freue mich bereits darauf. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, alles Gute, bis zum nächsten Mal.